Tour de Paris. Die französische Hauptstadt ist bekannt für Mode, Kunst, Kultur und zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Ich begebe mich auf Entdeckungsreise und werde das Tagesbudget ermitteln. Ich habe ein kleines Menü zum Frühstück. Das heißt schon etwas in Frankreich. Das heißt ein Croissant, ein Baguette, ein Orangensaft und ein Kaffee für 6 Euro. Bei der Vielzahl an Sehenswürdigkeiten in Paris kann man sehr schnell den Überblick verlieren. Deswegen ist eine Tour eine gute Idee, um sich einen Überblick zu verschaffen. Auch in Paris gibt es viele Möglichkeiten, kostenlose Touren mitzumachen. Füße schmerzen und der Magen hat sich gemeldet. Deswegen bin ich jetzt in einem Restaurant zum Mittagessen. Dort sollte ich dir immer das Plat du Jour ordern. Das ist das Tagesgericht und das kostet nur 10 Euro. Die beste Transportmöglichkeit ist die Metro. Eine Tageskarte kostet 10,55 Euro. Richtig, das ist nicht der Eiffelturm, denn der war mir zu voll, zu teuer und ich hätte ihn gerne im Blick, wenn ich die Stadt von oben sehe. Meine Empfehlung ist daher der Arc de Triomphe. Für 9,50 Euro könnt ihr nach oben steigen und habt eine tolle Aussicht über Paris. Auf dem Weg zum nächsten Highlight verwöhne ich mich mit einem Crepe für 3,50 Euro. Ich bin im Smart Place untergekommen. Das ist in der Nähe vom Gare du Nord und ist ein Hostel, aber auch ein Hotel. Für ein Doppelzimmer bezahlt ihr hier 60 Euro. Zum Abendessen habe ich mir einen Croque Madame bestellt. Der kostet hier 6 Euro. Es ist Zeit für ein paar frische Drinks. Wir sind direkt an der Seine und haben ein ziemlich großes Gefäß mit Alkohol gekauft. Da ist genug Zeug drin für 4 Cocktails und das entspricht ungefähr 5 Euro pro Cocktail. Also, Prost! Damit endet der Tag in Paris. Schauen wir uns also die Endabrechnung an. In der nächsten Folge nehmen wir die Kosten in der ewigen Stadt Rom unter die Lupe. Bleibt also dran und abonniert diesen Kanal auf YouTube.